Willkommen zu Daily Vlog Nummer 34 ist es, glaube ich. Und ja, ich war beim Friseur, das ist ein bisschen komisch jetzt, aber das seht ihr selber. Und meine Sachen sind gepackt, denn ich bin morgen 2 Wochen weg im Ferienlager. Und ja, da kann ich nun mal nichts filmen, nehme ich mein Handy nicht mit, kann ich keine Rückmeldung oder so geben. Deswegen werden jetzt 2 komplette Wochen keine Daily Vlogs kommen. Aber auf dem Different-Account, das ist dann hier oben verlinkt, da gibt es trotzdem weiter Dienstag- und Freitags-Videos. Da würde ich auf jeden Fall reinschauen, auf dem Different-Kanal. Haben wir ein paar mehr Abonnenten und da lohnt sich auch mal reinzuschauen. Auf jeden Fall Comedy und anderes Zeug und ein bisschen Scary-Sachen gibt es auf jeden Fall. Heute habe ich den ganzen Tag das gepackt und ja, ich wollte mich dann nur verabschieden. Für die nächsten 2 Wochen gibt es dann keine Daily Vlogs und gibt es nichts Neues auf diesem Kanal. Und ich weiß nicht, ob ich danach Daily Vlogging weitermachen werde. Ich werde auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall Bock, geile Videos zu produzieren, aber ich weiß nicht, ob es Daily Vlogs werden, aber da werde ich dann am Samstag in 2 Wochen drüber reden. Auf jeden Fall, da wird ein Video online kommen und da würde ich euch das sagen. Also, wie gesagt, ich wollte auf das Thema nochmal zurückkommen. Ja, ich kann jetzt eh nicht mehr durch meine Haare gehen, aber keine Ahnung, die sind ultra komisch, ultra kurz. Ja, aber nochmal auf das Thema zurückzukommen. Wenn ich jetzt diese 2 Wochen dann wieder weg bin und dann wiederkomme, dann werde ich wahrscheinlich nicht direkt Daily Vlogs machen. Ich glaube, das ist für euch alle klar. Und ich weiß nicht, ob ich danach auch wieder Daily Vlogs mache. Erstens, danach, nach den Sommerferien, beginnt bei mir die 10. Klasse und ich bin ja auf die Realschule gewechselt und deswegen heißt es für mich, das ist der Abschluss. Da muss ich dann auf jeden Fall ein bisschen mehr dafür machen, auch wenn ich ein 1,8er Zeugnis hatte, was ziemlich gut eigentlich ist. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Abschlussjahr, da wird nochmal reingetryhardet und genau deswegen, nur dass ihr das wisst und ich will sowieso mehr auch in die Richtung professionelleres Filmmaking-Ding gehen. Also deswegen werde ich da auch auf jeden Fall mal schauen, was ich damit mache, weil ich will vielleicht auch die Qualität ein bisschen geiler machen und dies und das. Vielleicht größere Projekte, die länger gehen, wo dann halt nur vielleicht, keine Ahnung, dann kommt, wann ich auch wirklich damit fertig bin. Deswegen, nur dass ihr das wisst, falls ich nicht direkt danach mit Daily Vlogs wieder anfangen werde, aber ihr werdet auf jeden Fall ein Statement danach von mir bekommen, was da so los war, was alles gab, was jetzt weiterhin kommt. Da werde ich mir ein paar Gedanken machen und ja, wie gesagt, hier sind alle meine Sachen. Da geht's morgen los. Kann ich leider nichts mitnehmen. Deswegen hört jetzt erstmal lange Zeit nichts von mir. Wie gesagt, Different Kanal wird immer noch Dienstag, Freitag was hochgeladen, also freut euch da drauf und schaut da auf jeden Fall die Videos. Dann könnt ihr mich trotzdem sehen, immer Dienstag und Freitags, auch wenn, ja, das halt vorproduziert ist. Trotzdem könnt ihr da Videos von mir und David sehen. Deswegen kann ich nur sagen, schaut auf Different vorbei und deswegen würde ich sagen, ja, ist jetzt 2 Wochen komplett weg. Ich hatte jetzt 34 Daily Vlogs komplett durchgezogen. Und übrigens, ich hatte ja 2 Tage komplett nichts gemacht und ich hatte aus Versehen den einen Tag, da habe ich wirklich aus Versehen alles vergessen, aber den zweiten Tag, da wollte ich mein Video eigentlich hochladen, aber war am Abend dann so müde und habe das Video aus Versehen auf, ich glaube, Samstag hochladen gestellt, anstatt Freitag, weil YouTube das immer einen Tag davor raus automatisch einstellt und dann habe ich das vergessen zu ändern und dann, Alter, dann war ich komplett weg. Deswegen, nur dass ihr das wisst und ich würde sagen, zu guter Letzt, wie in den anderen Daily Vlogs auch, werde ich nochmal den heutigen Tag abkreuzen und deswegen würde ich sagen, machen wir das einfach schnell. Rotstift, über 30 Tage zuvor auch, 34 Tage. Und der Freitag und der Samstag sind abgekreuzt. Ich weiß, hier waren das 2 Tage, ich weiß nicht, welche es waren, wo wir nicht gemacht haben, deswegen, nur dass ihr es wisst, habe ich jetzt ein 1000 Mal gesagt und deswegen würde ich sagen, haut rein, wir sehen uns in 2 kompletten Wochen wieder. Deswegen würde ich sagen, zu guter Letzt, aktiviert die Glocke, dass ihr keine weiteren Videos auf meinem Kanal verpasst und tschüss.
are gonna last. I'm running crazy, and I know I'm gonna crash. So if I leave, will you remember me? Or can we go back to the way things used to be?